Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unsere Reihe Deutsch lesen und schreiben lernen fortsetzen. Und zwar wollen wir heute die Jahreszahlen kennenlernen. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch hilft, gut Deutsch lesen und schreiben zu lernen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, heute wollen wir, wie ich gesagt habe, die Jahreszahlen kennenlernen, denn es gibt in der deutschen Sprache ein paar Besonderheiten, wenn es darum geht, eine Jahreszahl zu benennen bzw. zu sagen, in welchem Jahr eine Sache passiert ist. Und wir wollen hierfür wieder an meinen Computer gehen, um das Ganze dann am Computer zu lernen. Denn auch hier ist es so, dass die Zahlen als Wort etwas länger sind und das ist dann am Computer besser für euch zu lesen. Und danach sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. So, ja, da sind wir wieder in meinem Word-Programm. Das kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Und ja, heute will ich auch noch einmal auf diese Art und Weise den Unterricht machen, auch wenn ich das an der Tafel besser finde. Aber wir haben ja auch noch etwas längere Zahlen, die wir schreiben müssen und darum möchte ich das heute auch noch mal auf diese Art und Weise machen. Ja, bevor wir die Jahreszahlen anschauen wollen, bevor wir uns anschauen wollen, was es da für Besonderheiten gibt, wollen wir natürlich die Hausaufgaben vom letzten Mal vergleichen. Ich habe euch letztes Mal drei Zahlen genannt und ich habe euch gebeten, dass ihr sie einmal als Zahl in Ziffern und einmal als Wort schreibt. Und ja, das wollen wir einmal vergleichen. Die erste Zahl war 153.775, also 153.775. 75, also wenn ihr euch erinnert, ja, 153, ja, 1000, ja, dann, dann 775 und das Ganze als Wort 100 oder 100. Das ist egal. 53.000 und dann 175. Na, habe ich jetzt hier was falsch geschrieben? Nein, alles richtig. Nur erkennt das nicht. Ja, dann die zweite Zahl, das war 312.087, also 312.000, keine 100er, 87, ja, also 312.000, ja, 100er haben wir diesmal nicht, 87. Und das Ganze dann als Wort 312.000. Also das ist der Teil hier. Und dann 87. Und ja, die dritte Zahl war 671.409 und das Ganze dann einmal als Zahl 671.409
671.409. Hier haben wir keine Zehner, darum nur 9. Also, und als Wort 671.409. So, man könnte auch sagen, wartet mal kurz. Hier fehlt ein T. 409. Man könnte natürlich auch sagen 671.409, aber so ist das total in Ordnung. Ja, habt ihr die Zahlen sowohl als Ziffern als auch als Wort richtig geschrieben? Ja, wunderbar, das freut mich sehr. Wenn ihr damit noch Schwierigkeiten hattet, wenn das noch nicht so richtig geklappt hat, dann ist das gar kein Problem, gar kein Thema. Schaut euch das vorangegangene Video noch einmal an. Da erkläre ich euch das ja nochmal. Macht dann ja die Hausaufgaben nochmal. Oder wenn das nicht ausreichend ist, schaut euch die ganzen, ja, die letzten 4, 5 Videos an. Da haben wir ja das Thema Zahlen und da am Anfang, da gehen wir sehr detailliert auf die Systematik ein, wie es gezählt wird, und dann später wird das Ganze ein bisschen, ja, bisschen schneller gemacht. Da gehe ich nur noch auf die großen Unterschiede ein oder auf das, was bei den größeren Zahlen besonders ist. Aber schaut euch das dann einfach nochmal an und dann bin ich sicher, dass ihr inshallah das auch gut beherrschen werdet. Ja, und nun das Thema für heute. Aber bevor wir ja die Jahreszahlen und die Besonderheiten hier kennenlernen wollen, denkt dran, dass ihr euch euer Heft und euren Stift oder einen Zettel und euren Stift bereitlegt, damit ihr das Ganze auch schreiben könnt, denn dann prägt sich das Ganze einfach besser ein. Ja, warum Jahreszahlen als Thema für einen Unterricht? Weil es immer wieder Leute gibt, die ja Schwierigkeiten haben, die Jahreszahlen im Deutschen zu lesen. Also letztens hatte ich das beispielsweise in einem Kurs, da hatten wir das Jahr, in dem die Bundesrepublik Deutschland gegründet wird. Hier, das ist dieses Jahr, und der Kursteilnehmer hat dann vorgelesen, die Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1949 gegründet. Okay. Ja, das stimmt, da steht 1949, aber wenn es eine Jahreszahl ist, dann wird das etwas anders gezählt. Wie genau, das wollen wir in dieser Folge lernen, damit ihr eben nicht den Fehler macht, das falsch zu lesen, da falsch zu benennen, sondern damit ihr das richtig macht. Ja, hierauf kommen wir später nochmal zurück. Und jetzt, fangen wir einfach mal ein bisschen kleiner an. Und zwar, die Jahreszahlen in Deutschland, in Europa, die werden ja von der vielleicht eventuellen Geburt von Jesus Christus, also nach christlicher Auffassung dem Sohn Gottes, nach muslimischer Auffassung dem Propheten Isa a.s. Und seinem Geburtsjahr angezählt. Und ja, danach richtet sich das Ganze zumindest in Europa und auch in weiten Teilen der Welt. Und dann haben wir einmal das Jahr 0, in dem Jesus a.s. geboren sein soll. So, ob das genau stimmt, ob das wirklich in dem Jahr das ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ob es dafür Beweise gibt oder nicht,
Das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt in die Zeit weiter zurückgehe, dann habe ich die Jahreszahl, ja, also zum Beispiel das Jahr 3. Und dann gibt es noch den Zusatz, damit man weiß, dass es vor der Geburt von der angenommenen Geburt von Jesus ist, sagt man dann vor Christi Geburt. Und das wird dann einfach abgekürzt VCHR, das Jahr 3 vor Christus oder vor Christi Geburt. Genau, also vor Christus. Das ist auch noch eine Möglichkeit, das zu benennen. Oder eben abgekürzt, wenn man das schreibt, vor, also V und CR. So, wenn ich jetzt die Jahre danach nehme, also zum Beispiel das Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, 2023, da kommen wir später zu, aber erstmal jetzt auch das Jahr und jetzt dann nach Christi Geburt kann man sagen oder einfach nach Christus oder nicht V, sondern N CHR geschrieben, beziehungsweise so kann das auch geschrieben werden, also ohne Leerzeichen, aber das ist nicht so wichtig. Dann meine ich die Jahre nach der Geburt von Jesus von Isa alaihi salam. So, das ist beispielsweise im gregorianischen Kalender so. Ja, da geht man hier nach. So, dann gibt es natürlich den islamischen Kalender. Wenn ihr Muslime seid, kennt ihr das. Ja, da wird als Jahr 0 nicht die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen, sondern da wird dann das Jahr der Auswanderung nach Mekka genommen, also die Hijra auf Arabisch. Also die Auswanderung der Muslime von Mekka nach Medina im Jahr 622 nach Christus. Ja, aber da ist es dann so ähnlich, also die Zeit davor, da ist dann eben, sagt man eben, vor der Hijra, oder eben die Abkürzung VH, die habe ich schon öfter gelesen, oder eben, wenn man die Zeit danach meint, dann eben nach der Hijra oder eben N.H. Theoretisch müsste man auf Deutsch auch sagen, das abkürzen mit VDH, also vor der Hijra, oder NDH nach der Hijra, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das sind so die Sachen, die ich kenne bzw. gefunden habe. Gut, das kennt er hier natürlich nicht, aber das ist nicht so wichtig. Okay, also das ist dann im islamischen Kalender so. So, das sind die beiden Kalender, ich sage jetzt mal die ich kenne, die für viele Menschen, die ich kenne, eben in ihrem Leben wichtig ist. Und da eben die Schreibweisen, diese hier könnt ihr eben hier in den meisten Büchern, vor allem jetzt natürlich Geschichtsbüchern, finden, die hier dann natürlich in einigen muslimischen Büchern, da wird dann eben, da wird dann immer von der Hijra aus, also wie gesagt, die Auswanderung der Muslime nach Medina als 0 genommen. Also nicht die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern eben die Auswanderung nach Mekka. Ja, so, das dazu. Und jetzt aber zur Zählweise, denn ich hatte ja gesagt, hier die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und dann diese Jahreszahl, und der Teilnehmer hatte das falsch gelesen. So. Und zwar, wenn wir jetzt
eine Jahreszahl nehmen. Ja, also beispielsweise dieses Jahr hier. Ja, gut, wir machen dann noch die Ergänzung NC bzw. nach Christus hierhin. Also das ist das Jahr, in dem Wilhelm der Eroberer, ja, Herzog Wilhelm von der Normandie nach England gezogen ist, und er hat dann in einer Schlacht bei Hastings die Engländer geschlagen und hat dann England erobert. So, und wenn ich jetzt das sagen möchte, ja, ich lese das und ich möchte das jetzt laut lesen oder möchte eben sagen, in welchem Jahr das ist, da ist es noch relativ einfach. Da sage ich einfach, das war das Jahr 1000 oder eben 1000. 1066 nach Christus. Upsa. Nach Christus. Ich kann natürlich diesen Zusatz mit nach Christus auch weglassen. Also wenn ich nicht extra sage vor Christus, dann versteht der Gegenüber, dass ich die Zeit nach Christus meine. Ja. So. Okay, 1000 oder 1066. Okay, also keine Besonderheit. Und die Zahlen, die kleiner sind, die, da ist es auch so. Also wenn ich irgendeine beliebige Zahl nehme, ja, nehmen wir einfach mal die Zahl 487. Ich habe jetzt keine Idee, ob in dem Jahr vor oder nach Christus oder vor oder nach Hijra, dass es irgendwie etwas Besonderes passiert ist, das weiß ich nicht. Das ist aber jetzt auch für uns heute nicht von Bedeutung. Ja, dann wird einfach 487 wird das Jahr gezählt. Also ja, genau so, als wenn das ein Preis wäre, 487 Euro oder 487 Leute, die draußen auf der Straße sind und, was weiß ich, ein Fest feiern oder demonstrieren. Und ja, natürlich, wenn ich jetzt NCHR oder VCHR oder NH oder VH dazu schreibe, dann bekomme ich eine Idee, dass es sich um eine Jahreszahl handelt, aber sie wird genauso ausgesprochen wie ein Preis oder einfach eine Anzahl von Leuten. Ja, das ist auch so von 0 oder 1 bis 1099. Also, ich mache das jetzt mal so. Wir tauschen das hier mal, ja. Also, wenn ich jetzt das Jahr 35 nehme, zum Beispiel, ja, so, das ist das Jahr 35. So, vor Christus, nach Christus, vor der Hijra, nach der Hijra oder vor Hijra, nach Hijra. So, ja, das ist also genau so, wie ihr das auch kennt, wie wir das auch gelernt haben. Und das geht bis zum Jahr 1099, ja, da ist es auch 1000, obwohl, oder auch nur 1000, denn bei den Jahreszahlen, da kann man die Silbe ein genauso weglassen wie bei einem Preis oder so. Ich kann sagen, es kostet 1099 Euro, und ich kann genauso gut sagen, es kostet 1095 Euro. Und genauso hier bei der Jahreszahl, da ist es eben auch so, dass ich hier sage, wir haben das Jahr 1099 oder das Jahr 1099. So, und ab dem Jahr danach ändert sich allerdings etwas. Und zwar, hier ist jetzt ein Einschnitt, ja, und danach ändert sich die Zählweise. Ab diesem Jahr sagt man nicht mehr
oder zählt man die Jahre nicht mehr so wie alle anderen Zahlen. Ja, also ich sage jetzt nicht, das ist das Jahr 1100, sondern ich sage, das ist das Jahr 1100. Also hier habe ich die 11 und hier habe ich zwei Nullen. Ja, 1100. Nun könnte man ja mit Mathe kommen, ja, 11 mal 100 ist 1100, aber ob das der Grund ist, warum hier die Zählweise sich ändert, das weiß ich nicht, aber das ist für uns auch ja, letztendlich nicht so wichtig zu wissen, warum das so ist. Wir müssen einfach wissen, dass es so ist. Also hier habe ich das Jahr 1100 und dann ein Jahr später war dann eben das Jahr 1101. Man kann auch hier 1101 sagen. Das geht auch. Ja, 1101 oder wir haben das Jahr 1101. So. Und dann geht es eben weiter. Ja, 1102. Und dann 1103, 1104, 1105, 1106, 1117, 1138, ja. Mm. 1108 und 3 Sieg. Und so weiter und so fort. 1152, 1153, 1154 und so weiter und so fort. Und dann haben wir ja das Jahr 1199. 1100. Ach, Tipp, ein Buchstabendreher, 1100, nicht Äffel, 1199, so, und dann, ein Jahr später, 1200. So, und hier geht es dann so weiter, ja, 1201, 1202, 1203, und so weiter und so fort, bis wir dann ja zum Beispiel das Jahr so, 1256 haben und dann 1257, 1258, 1259, 1260 und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, nein, natürlich nicht so, sondern irgendwann haben wir dieses Jahr, ja, überlegt mal, wie das dann heißt, ja. Ja, genau, ne? 1299, ne? Also 1299 und danach, ja, wenn ihr überlegt, ja, da 1200 und jetzt 1300, ne? Genau, 1300. So, also die Zählweise ist dann so wie im Englischen auch, ja, 1300 und 1301, 1302 und so ist es hier auch, 1301, 1302, 1301, 1302 und so weiter und so fort und dann haben wir irgendwann 1400 und 1500 und 1600, also es ändert sich hier
erstmal gar nichts, ja. Wir haben dann 1400, dann haben wir 5, 10, 100, dann haben wir ganz klar 16, 100, dann haben wir nachher das Jahr 1700, dann haben wir das, das Jahr 1800 und dann haben wir das Jahr 1900. Und ja, dazwischen ist die Zählweise so, wie ich das oben beschrieben habe. Ja, also wir haben dann auch ja 1700, 1701, 1702, 1703, dann 1756, 1757, dann irgendwann 1799, dann 1800 und dann 1801 und so weiter und hier auch. 1899, dann 1900, dann 1901, 1902, 1903 und so weiter. Dann haben wir irgendwann zum Beispiel das Jahr 1923, ja, 1923. Und dann haben wir 1924, 1925 und so weiter. Und dann haben wir irgendwann das Jahr, in dem die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. So, und jetzt überlegt mal bitte, wie das Jahr heißt. Genau, ja, 1900. 49, genau. Und dann haben wir das Jahr 1950, 1950, 1951 und so weiter, dann irgendwann haben wir ja 1980, 1981 und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kommen wir zu dieser Jahreszahl. Ja, überlegt mal, wie die Jahreszahl heißt. 1999, genau. 9, 10, 100, 9 und 90. Ja. Und danach kommt welche Zahl? Welches Jahr? Ja, nicht 2000, sondern hier gibt es wieder eine Veränderung der Zählweise. Und hier haben wir jetzt wieder die Zählweise, die wir von hier oben kennen, also von aus der Zeit vor 1100, nämlich die Zählweise, ja, wie die Zahl auch ansonsten genannt wird. Also das ist das Jahr 2000 und danach haben wir das Jahr 2001. Und das Jahr 2002, 2003. Allerdings
hat sich auch eine etwas andere Zählweise noch dazu eingebürgert. Also nicht für das Jahr 2000, das ist, wird meines Wissens nach immer nur das Jahr 2000 genannt, aber für die Jahre danach, da kann man eben ja kann man eben sagen, das ist das Jahr 2001 oder das Jahr 2005 oder, also so zum Beispiel hier 2005. Aber es hat sich, wie gesagt, noch eine andere Zählweise eingebürgert. Die ist dann wieder so ein bisschen so ähnlich wie die wir dazwischen hatten, und zwar 2001. Also man sagt nicht 2001, aber man sagt zum Beispiel 2001 oder 2005 oder eben 2010, 2011, ja, oder beispielsweise dann ja, das Jahr, in dem wir alle unter dem Lockdown, unter dem Corona-Lockdown und den Corona-Folgen gelitten haben. So, da kann man dann sagen, das ist das Jahr 2020. Oder man kann auch sagen, das ist das Jahr 2020. Ja. Und dann geht es natürlich so weiter, ja, das Jahr 2021 oder 2021, das Jahr 2022 oder 2022, ja, oder eben das Jahr, in dem wir jetzt leben, ja, also das Jahr 2023 oder das Jahr 2023. So, und hier ist es jetzt so, also bei den Jahren ab 2001, ja, eigentlich müsste ich hier noch mal einen Strich zwischen machen, weil, wie gesagt, das Jahr 2000, da kenne ich wirklich nur das 2000 für, aber die Jahre danach, ja, es ist hier so, beide Benennungen sind gleich richtig, ja, ich kann sagen 2023 oder ich sage, wir haben das Jahr 2023, das ist, wir sagen gehupft wie gesprungen, also das ist egal, das könnt ihr so sagen oder so sagen. Ja, also wir haben eben, was die Jahreszahlen angeht, ein paar, gibt es eben Unterschiede. Ja, wir haben also beispielsweise hier 35, das Jahr 35. Ja, oder das Jahr 1099 oder 1099. Und dann haben wir hier eben, ja, diese Jahreszahlen ab 1100, da ändert sich eben die Zählweise. Ja, 1100, 1101, 1102, 1138 und so weiter. Ja, auch hier, ja, 1949 bis hier 1999. Also da wird nicht gesagt 1999, sondern 1999. Dann haben wir das Jahr 2000. Das wird 2000 genannt. Und danach eben wieder eine Veränderung der Zählweise und entweder sage ich 2001 oder ich sage 2001, 2005, 2020, 2023 und so weiter, je nachdem, welche Jahre da noch kommen mögen. Ja, was ich
vergessen habe, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, dass wir irgendwo, irgendwann das Jahr 0 haben. Das Jahr 0. Und dann haben wir natürlich davor auch Jahre. So, und da ist es dann wieder so, dass wir die Jahre so benennen, wie eine, ja, wie jede andere Zahl auch. Also das zum Beispiel ist das Jahr 45. So, wenn wir jetzt, ja, wenn wir uns 45, nein, nur ein und. Also wenn wir jetzt den gregorianischen Kalender nehmen, also den, den die meisten von uns kennen, dann würde man hier sagen 45 VCRH, also 45 vor Christus. Ja, und hier ist es jetzt auch so, dass wir auch dann diese Zählweise haben, also zum Beispiel 1099 vor Christus und dann, wenn wir jetzt dann 1100, upsa, ja, VC, zum, also VC oder VCHR, das ist egal, nehmen, dann würden wir eben auch sagen 1100, nur mit dem Zusatz vor Christus. Allerdings, hier ist es auch so, wir können sagen 1100 vor Christus. Ja, hier gibt es beide Zählweisen. Ja, da ist beides, ja, beides möglich, beides üblich. Und ja, die Zahlen, die höher sind, da haben wir dann nachher 2000 vor Christus, 2500 vor Christus oder so. Aber das ist eigentlich nur wichtig für die von euch, die sich mit Geschichte oder Archäologie beschäftigen wollen. Ja, für die meisten sind sicherlich die letzten paar hundert Jahre interessant oder die letzten 100 Jahre interessant. Und so, ja, da werden die Jahre, Jahreszahlen eben so genannt, so benannt, wie ich sie euch beigebracht habe. Ja, das waren die Jahreszahlen und nun wollen wir das Ganze natürlich auch noch ein bisschen üben. Also, ich will euch ein paar Jahreszahlen aufschreiben und ihr sollt dann überlegen, wie die Jahreszahl als Wort geschrieben wird. Also, ich schreibe das als Zahl auf in Ziffern. Nein. Ja, überlegt mal, wie diese Jahreszahl hier genannt wird. Genau. 1762. 1762. Genau. Ja, dann noch eine Jahreszahl. Ja, überlegt mal, wie diese Zahl genannt wird. Genau, ja, hier drauf achten, hier haben wir vorne eine 2, also nicht 2000, aber wir können sagen 20 und 12. Ja, also 2012 können wir sagen. Oder genau 2012. Das geht auch. Ja, und dann genau.
Ja, wie wird diese Jahreszahl genannt? Genau. Genau, die Zahl wird genau so genannt. Die Jahreszahl wird genau so genannt, als wenn es irgendeine Zahl wäre. Also 943. Ja. Also 943. Ja, das war das, was ich euch zu den Jahreszahlen hier am Computer zeigen wollte. Und dann, ja, sehen wir uns gleich vor der Tafel wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, nun haben wir uns einmal die Jahreszahlen und ihre Benennung in der deutschen Sprache angeschaut. Und ich möchte euch zum Abschluss natürlich wieder ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg geben, damit ihr das Ganze zu Hause einmal üben könnt und damit ihr das Ganze noch besser lernen könnt. Und ich will euch heute ein paar Jahreszahlen sagen und ihr sollt euch dann überlegen, wie ihr diese Jahreszahl in Ziffern, also als Zahl und als Wort aufschreibt. Und in der nächsten Folge vergleichen wir das Ganze. Okay? Die erste Zahl ist 1358. Schreibt 1358 bitte einmal in Ziffern als Zahl und einmal als Wort. 1358. 1358. 1358. Und die nächste Zahl ist 1473. Schreibt 1473 bitte auch einmal als Zahl in Ziffern und einmal als Wort. 1473. 1473. 1473. Und die letzte Zahl, die wichtigste Jahreszahl überhaupt, nein, Spaß beiseite, die letzte Jahreszahl 1972. Schreibt 1972 bitte auch einmal als Zahl in Ziffern und einmal als Wort. 1972. 1972. 1972. Ja, das waren die Hausaufgaben. Überlegt euch bitte, wie man diese Zahlen in Ziffern, also als Zahl und einmal als Wort schreibt. Und in der nächsten Folge vergleichen wir das Ganze. Okay? Ja. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge, unserer Reihe Deutsch lesen und schreiben lernen angekommen. Wir haben uns heute mit den Jahreszahlen und ihren Besonderheiten beschäftigt und diese kennengelernt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch geholfen hat, gut Deutsch lesen und schreiben zu lernen. Wenn ja, dann freut mich das sehr. Dann seid doch so lieb und lasst mir einen Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video, auch mit Ideen für andere Videos und teilt meine Videos gerne mit jedem, mit dem ihr möchtet. Und dann würde ich mich natürlich auch besonders freuen, wenn wir uns in der kommenden Folge wiedersehen, in der wir uns mit den Ordinalzahlen beschäftigen wollen
zum Beispiel mit dem Datum. Bis dann, ciao! Datum. Welches Datum haben wir denn heute? Das will ich gar nicht. Egal.